Der Isington-Berö ist ein runder Grabhügel im Süden der Halbinsel Holderness, nahe der Humber-Mündung an der englischen Ostküste in East Riding of Yorkshire, der 1996 und 1997 ausgegraben wurde. Lage: Der Platz war in den 1960er Jahren von Rod Mackey und in den 1890er Jahren von H.B. Hewardson ausgegraben worden. Der Platz liegt direkt am Meer, so dass die Ausgrabungsutensilien mittels Schubkarren über mehr als 0,8 Kilometer herangeschafft werden mussten. Rundhügel sind auf der Holderness selten. Der Hügel von Isington ist Teil einer isolierten Gruppe, von der einige Teile bereits durch Küstenerosion verloren gingen. 1996 lag er am Strand und war in unmittelbarer Gefahr.